Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Sebastian und ich, wir sind in München, stehen ja hier auch vor einem Münchner Wahrzeichen und wir sind hier, um ein schauspielerisches Wahrzeichen dieser wunderbaren Stadt ganz groß zu ehren. Ja, und an wen denkt man, wenn man an bayerische Schauspieler denkt? Natürlich sofort an Gustl Beyerhammer. Und er wäre im Jahr 2022 100 Jahre alt geworden. Und das ist ein richtiges Herzensprojekt für uns. Wir haben ja schon ein paar Videos gemacht zu dem Thema, zu Pumuckl, zu Gustl Beyerhammer. Und wir haben da einige Zeitzeugen jetzt kontaktiert und einige Drehorte besucht, um da nochmal richtig einen draufzulegen. In dieser mehrteiligen Doku-Reihe wollen wir uns nicht an biografischen Daten abarbeiten, sondern eine große Party feiern, die das Leben und Wirken dieses äußerst authentischen und sympathischen Volksschauspielers ehren soll. Sehr schön. Ja, das gefällt mir. Wir kehren an Orte zurück, die eng mit ihm verbunden sind, zusammen mit Zeitzeugen, die ihm nahestanden. Er ist für mich der Inbegriff eines Urbayern. Ja, und bei all dem wollen wir vor allem eins, den Menschen Gustl Beyerhammer kennenlernen. Na, das wird was Schönes werden. Ach Gustl, wir hoffen so sehr, dass du mit einer Maß Bier in der Hand von einer weiß-blauen Wolke zuschaust und dich vielleicht sogar auch ein bisschen freust. Na, was sich die Leute alles einfallen lassen. Wir waren eingeladen bei der unfassbar sympathischen Volksschauspielerin Christiane Blumhoff. Und weil sie eine langjährige Freundin der Familie ist, haben wir heute auch Florian, den ältesten der drei Enkel, mit dabei. Die anderen beiden, Fabian und Sebastian, waren hinter der Kamera. Von all unseren Zeitzeugen kennt sie Gustl am längsten. Der war irrsinnig empathisch. Und zwar ehrlich. Geil. Wir kamen ins Volkstheater und dem Pförtner ging es nicht gut. Ein Bein war schon weg, Raucherbein und so. Und wenn der gefragt hat, wie geht's dir? Dann war das echtes Interesse, das hast du sofort gemerkt. Ja. Das war nicht wie man sagt, und wie geht's denn? Ja, was macht deine Frau? Und so, da stand da bei dem Pförtner und hat sich mit ihm unterhalten. Also er war ein Mensch. Geil, oder ist das nicht schön? Ja. Das ist doch so, soll es doch sein. Wow, wir sind jetzt hier bei einfach der coolsten Sau auf dieser verdammten Erde, Christiane Blumhoff. Wir sind seit ungefähr 20 Minuten hier und ich habe ihr schon angeboten, ich muss in deine Familie einheiraten. Ich will Schwiegermutter. Ich will diese Schwiegermutter ich einfach hab haben. Wunderschöne Tochter obendrein. Es ist wirklich, das ist so eine coole Sau. Ja, Socke, Sau. Wir kamen rein und das erste war, ja, wir ziehen Schuhe aus. In meinem Haus werden keine Schuhe ausgezogen. Schon mal mega geil. Dann wollt ihr ein Bier und dann noch ein paar Storys erzählen, die jetzt auch nicht unbedingt vor der Kamera sind. Ist auch schon, genau, jugendfrei sind. Also unfassbar. Und ich weiß zum Beispiel auch was ihn betrifft. Wir haben zusammen im Volkstheater gespielt. Mhm. Und er hatte seinen ersten Herzinfarkt. Bitte. Und war im Krankenhaus. Mhm. Und er rief uns alle an. Die Marianne hat angerufen, mich hat er angerufen, noch einige Schauspieler. Sagte, lasst euch ja nichts erzählen von wegen höherer Gewalt. Die müssen euch die Gage weiterzahlen. Mhm. Hat er an euch gedacht. Ich kriege eine Gänsehaut, ohne Schmarrn. Ja. Toll, toll. Der war einfach super als Mensch und als Schauspieler und als Person. Also den wir haben ihn auch alle geliebt. Alle. Ich habe mit einem Komparsen geschrieben, der nicht mitmachen konnte bei unserem Projekt. Und er hat gesagt, wenn der Komparserie gemacht hat und der Beyerhammer war da, hat er immer geguckt, dass die Komparsen auch zum Catering durften. Das Essen, das normale Essen kriegen. Genau. Jawohl. Ja, dabei war das eigentlich nur für die Schauspieler und das Team. Keine Zwei-Klassen-Gesellschaft, sondern da eine. Da hat er gar kein Verständnis dafür gehabt. Und er hat sie dann dazugesetzt. Ja, natürlich. Ja. Der war immer dabei. Und wir waren ja auch politisch auf einer Ebene. Rot bis ins innerste Mark. Und es gab ja auch wohl ein paar Storys, dass er auch über die Enkel erzählt hat. Und ganz besonders über ihn hier. Ja. War ja wohl ganz... Dass ihr recht habt. Er hatte sich ein bisschen Sorgen gemacht. Ja. Ist ja trotzdem was draus geworden. Oder vielleicht deswegen. Vielleicht auch das. Deswegen. Ich wollte schon noch beweisen, dass ich diese Kehrtwende noch hinbekomme. Ja, aber du hast zumindest das ausgelebt, was du auch ausleben wolltest. Ja. Und hast dann gesagt, so, das war's jetzt. Jetzt mach einen anständigen Beruf, jetzt geht's im Bär. Ja, du arbeitest ja tatsächlich, wir haben das ja noch gar nicht so erzählt, du arbeitest ja tatsächlich beim BR, warst vorher Kamera,
Drehender Kameraassistent. Ach, ja. Kameraassistent, alles klar. Und jetzt bist du in der Material. Jetzt bin ich in der Logistik. Und Kameras koordinieren im und so weiter. Im Kamerapool, sagt man bei uns. Ja. Und du hast uns natürlich auch schon ausgelacht wegen unserem Equipment hier. Ich habe nicht ausgelacht, ich habe nur. Nee, ich habe nicht gelacht. Gesucht, wo das Zeug ist. Ich war nur verwundert, dass es sowas auch gibt. Ja, wenn einer nur mit totalem Profi-Equipment arbeitet. Und dass man mit sowas auch ein gutes, Produkt hinkriegt, das ist. Das kann man schon, oder? Ja, ich habe. So, hast du schon mal was angeguckt? Ja, wir machen alles in der Post, oder? Das ist bei uns auch so ein Spruch. Aber da muss auch ausreichend frankiert werden, wenn man es in der Post macht. Gut, da haben wir wieder den Chip. Ihr redet jetzt wieder von Dingen, von denen ich keine Ahnung habe. Also Postproduktion ist Nachbearbeitung und da habe ich die Post und frankiert. Das ist dann wieder ein gedeutsches Wort. Kinder, da bin ich auch, ich bin ein Volltrottel. Also ich habe hier einen neuen Laptop, mein Sohn hat mir den eingerichtet, ich wollte was kopieren, ich habe es abgeschrieben. So. Dass wir den Bogen zum Thema wieder ein bisschen finden, wie bist denn du zum Schauspiel überhaupt gekommen? Oh, das war ganz normal. Meine Mutter war Schauspielerin, mein Großvater war Schauspieler, meine Oma war Operettensoubrette. In der DNA ist es drin gewesen. War das bei euch mit dem Marionettentheater? Ja, das war mein Vater. Das war bei euch. Und dann war meine Mutter, die hat im Radio gesprochen und dann gab es auch Kindersendungen, es war noch live. Späte 40er Jahre haben die das gemacht. Hans-Günter Stamm. Brummelgeschichten. Brummelgeschichten. Und da haben wir ein Hörspiel gemacht, wo wir Flüchtlingskinder und mussten Suppe essen. Und ich habe natürlich die Szene erstmal geschmissen, weil ich die anderen zum Lachen gebracht habe. Cool, ja. Und da war ich habe also Radio gemacht, da konnte ich noch nicht mal lesen. Da habe ich das auswendig gelernt, das Zeug. Ja, und dann war das, dann gab es so eine vom Bayerischen Rundfunk und Heimatverein, gab es so ein Stipendium. Das habe ich dann gekriegt, habe ich ein Jahr Ausbildung beim BR gemacht. Ja, und da war ich schon sehr früh immer dabei und immer noch. Der BR hat eine Schauspielausbildung angeboten? Das ging 2 Jahre lang. Interessant. Ein Stipendium für bayerische Mundart und der Heimatverband. Die Eva Feitel war Lehrerin und die war Schauspielerin am Resi, glaube ich, oder auch Kammerspiele, weiß ich nicht. Also da haben wir ein Jahr Unterricht gehabt. Und beim Amtsgericht bist du dann das erste Mal auf den Gustl Beierhammer gestoßen? Da war das erste Mal, dass ich den Gustl kennengelernt habe. Aber hat er nicht nur den Einleitungstext gesprochen? Oder hat er der auch hat den Einleitungstext gesprochen und war der Bürgermeister. Und war der Bürgermeister. Der Kottmeier. Mhm. Und mit dem Beierhammer hast du dann auch viel Theater gespielt? Wir haben einmal Theater gespielt. Einmal nur? Im Deutschen Theater haben wir das gespielt. Und das war dann in der frühen Zeit, oder? Wann war es Königlich Bayerische Amtsgericht? Das war späte 60er bis Anfang 70er. Ja. In der Zeit war das. Seit der Zeit, ja. Und hat man sich auch gleich schon freundschaftlich verstanden oder was? Unglaublich, das hat sofort geklappt. Sofort. Machen wir nur ein Flascherl auf? Gern. Sehr gern. Mit netten Leuten trinkt man immer gern ein Glaserl. Wer den nicht gemocht hat, weiß ich sowieso nicht. Ja, der muss ja ganz eine Klatsche haben eigentlich. Ja, also was wir auch hören an Lobeshymnen, das ist einfach... Nein, weil ein wahnsinnig empathischer und liebenswerter ich weiß, mein Sohn hat ein Fotoapparat bekommen, der Wilson. Und dann hat er gesagt, meinst du, ich darf den Gustl, der war immer im Theater, der Wilson, gerne. Darf ich den Gustl fotografieren? Sag ich, da klopf an und frag. Und da hat er das Foto, hat er ganz groß in seinem Album. Ah, wie geil, das ist ja da schön. Da durfte er den Gustl in seiner Garderobe fotografieren. Hammer. Ist ja das Höchste bei den ganzen Rockstars, die Garderobengast Backstage. Ist das Höchste. Ja, das ist noch mal mehr als Access All Areas. Garderobengast. Ja. Das sind dann oft Leute, die auch so einen Stand haben, also andere Bands oft bei diesen Künstlern. Wo auch seine Ruhe haben wollte, das ist eigentlich. Ganz interessant, Und er hat gesagt, du, einen Gustl kannst fragen. Der sagt auch nein, wenn es nicht ist. Er sagt, alle Buben auch. Und dann sitzt er da und lacht ihn an in seinem Garderobenstuhl. Und dieses Menschliche ist ja nicht selbstverständlich, gerade in der Branche. Überhaupt nicht. Das ist es ja. Ich kenne eine Geschichte, dass der, das hat mir der Sepp Kneisel erzählt, dass der Alfred Pongratz gestorben ist. Und da hat gerade dann die Uschi Glas mit dem Beppo Brehm und dem Sepp Kneisel den Film synchronisiert. Ja. Und dann kam der Aufnahmeleiter rein und hat gesagt, hört mal zu, der Pongratz ist gestorben. Der und die Uschi war ganz bestürzt. Und der Beppo Brehm hat sie umgedreht und hat gesagt, Mami, wir sind alle gleich. Ja. So wie der alte Schauspielerwitz, dann bleiben mehr Rollen für mich übrig. Ja. Mutter. Und das... Ja, aber da war schon ein einsames Denkmal, wirklich. Das ist ja, da kann man im Grunde sagen, dass ihr 25 Jahre lang befreundet wart. Ja, und zwar richtig gut befreundet. Gustl hat sehr oft angerufen, auch bei mir. Und da wusste meine Familie schon immer, geht ihr mal ins Zimmer, das dauert jetzt. Vielleicht sehen wir uns mal in der Stadt. Aber ich komme doch nie fort. Ja, dann muss man vielleicht was ändern, das hat doch geschaut. Kann man aber nichts dazu tun. Das ist auch Kunst, gell? Aber meine Frau lasst ihn in Ruhe. Und er rief mich an einem
Donnerstag oder Freitag, ich kann es jetzt nicht mehr sagen. Am Samstag ist er gestorben, an einem Samstag. Also müsste das Donnerstag oder Freitag gewesen sein. Da hat er mich angerufen und ich schon meiner Familie Zeichen gegeben, Gustl. Und dann haben wir geredet und geredet und er hat mich angerufen, um mir zu sagen, dass am Montag ein Hörspiel kommt, wo wir beide mitgesprochen haben, der Rote Hirsch. Und so ging das dann, also wir haben eine halbe Stunde telefoniert, locker, locker. Und am nächsten Tag war ich zur Vorstellung und höre im Radio, Gustl Beyerhammer ist gestorben. Und da habe ich erstmal anhalten müssen mit dem Auto. Da ist mir das Wasser in die Augen geschossen. Und dann fiel mir ein, dass ich Schwachsinnige, früher hat es ja zum Aufnehmen so Kassettenrekorder gegeben, so kleine für das. Und die hat man dann immer wieder leer gemacht, weil sonst war das voll. Das hatte ich gelöscht. Also es war aufgenommen auf einem, ja, auf einem Anrufbeantworter, ja, da konnte man ja auch Anrufe aufnehmen. Ja, natürlich. Das wurde dann irgendwie aufgenommen. Und dann habe ich Depp das gelöscht. Ich hätte heute ein Dokument vom... Ja, wie, das wäre ja Wahnsinn. Ah, ich darf gar nicht dran denken. Ja, wir haben beide auch wieder von Gott und der Welt. Und es gab ja immer was zu erzählen bei ihm. Warst du auf der Beerdigung natürlich? Ne? Nein. Ach so, nicht? Okay, wegen Arbeit? Wegen Arbeit, ja. Ja, natürlich, da kann man nicht einfach... Das ist... Gerade im Schauspielbereich, also Angestellte haben es da ja einfacher, ne? Die sagen dann, ich mach mal, Chef, ich nehme mal, muss Beerdigung, dann ist das okay, aber so, wenn nee, man nee, nee, das wenn weiß gedreht ich leider wird, nicht, aber es war vielleicht auch gut, ich hätte wahrscheinlich Rotz und Wasser gemacht. Ja, eben, ja. Und man hat ja seine Erinnerungen, ja, hat das man ja ist dabei. Ja. Ich gehe grundsätzlich ungern zu Beerdigungen, muss ich auch, dazu sagen. Weil es ist immer so negativ alles und so traurig. Ich will auch, Jim Henson, der Erfinder der Muppet Show und so weiter, der hat zum Beispiel gesagt, ich will, dass auf meiner Beerdigung gefeiert wird. Die Leute sollen sich anziehen. Soll ich dir mein Testament zeigen? Ist das nicht geil? Ich hab's auch drinstehen. Ich hab's drinstehen. Ihr solltet so feiern, als ob ich noch dabei wäre. Und meine Geburtstage waren immer groß. Und ich will, dass ihr Party macht. Das ist ja geil. Das habe ich genauso drinstehen in meinem Testament. Ich schreibe seit 1999, weil ich denke, es kann so schnell oben sein. Da geht über die Straße, wird überfahren. Ich schreibe ganz lange Testament. Und wenn ich schon alles enterbt habe, klasse. Macht auch Spaß ein bisschen. Ja, das ist das. Bei mir gibt es kein Erbe. Es wird jetzt gegeben, meinen Kindern. Mit warmen Händen, sage ich immer. Schön, aber auch gut. Ihr sollt nicht warten müssen. Na, wann stirbt sie denn, die Olle? Also ich habe noch nie Eigentum. Ich habe noch nie ein Haus besessen. Habe ich auch keine Lust. Eigentum gibt es nicht. Ich kann nichts mitnehmen. Und danach raufen sie sich dann bloß die Kinder. Eben, das gibt so viel Ärger immer wegen Erbe. Da ist nee, das die ist eine erben geile, nichts. Geile Einstellung. Außer was jetzt gerade da ist. Ja, aber das ist doch genau schön. Dann freut mich, kann sich bedanken, auch live noch. Und das ist doch super. Eben, und wenn die sagen, du, ich brauche neu, dann hole ich das. Oder dann sollen sie sich's kaufen. Ja. Nee, das ist... Und bei Gustl Beyerhammer, wir haben ja mit vielen Leuten schon gesprochen. Und so als Hobbys hatte der ja immer seine Schlaraffia. Stammtisch und Familie. Mhm. Gab es sonst noch Hobbys, die du mitgekriegt hast? Weiß nur, dass er minutiös gesagt hat, wann er was gespielt hat. Ja, genau. Er hat es aufgeschrieben, ohne Ende. Mhm. Er hat gesagt, da habe ich das, dann und das, habe ich das und das gespielt. Mhm. Weiß ich alles nicht mehr. Wahnsinn, ja. Aber da haben wir ganz akribisch alles aufgeschrieben. Ich habe im Internet mal ein Pressefoto gesehen, wo er mit einer Modelleisenbahn auf dem Boden liegt. Ich weiß nicht, ob das aus einem Privathaushalt war oder ob das ein Werbefoto war. Er hatte eine Eisenbahn. Er hatte eine. Also war das auch so und ein ganz tolle Hobby, Züge. Tolle Züge auch. Aber ich weiß nicht, wo er die immer aufgebaut hat. Wir haben es nicht mitbekommen. Vielleicht hat er Angst gehabt, dass wir es kaputt machen. Wahrscheinlich. Da schaue ich dich jetzt an. Der Rabauke hier. Und gibt's, mit Beyerhammer und Schmidt-Wildi? Also, hast du auch mit beiden mal zusammengespielt? Ja, natürlich. Mal kurz was angesprochen. Die zwei haben sich auch geliebt. Ja? Ach. Okay, Leute, das ist der zweite Teil vom Interview. Das Mikrofon ist eben runtergefallen, abgekackt, aber richtig. Und die Datei wurde nicht zu Ende geschrieben. Die ganze Arbeit haben wir sonst. Und sie war kaputt. Und jetzt waren 38 Minuten oder so, was wir aufgenommen haben, waren komplett weg. Und jetzt habe ich gerade geschwitzt wie ein Schwein, als ob ich 3 Stunden im Fitnessstudio wäre. Voll langweilige Geschichte habe ich. Und jetzt klappt wieder alles und wir sind auf jeden Fall hier. Und ich danke für eure Geduld. Und das Mikrofon steht jetzt hier und es wird nicht mehr runterfallen. Und es ist alles noch da. Und jetzt machen wir unser kleines Finale. Und ein Bierchen nach der Aktion, das muss natürlich sein. Also, Prost. Ne? Bis auf hier unseren Autofahrer.
Der hat das Bier getrunken, als die Kamera nicht lief. Ja, du kannst ja sowas trinken, alkoholfrei. Ah, nee, passt schon, passt schon. Ich möchte Geschichten von Gustl hören. Was ich noch ansprechen wollte, weil ja du nicht nur mit Gustl sehr gut konntest, sondern auch der Ludwig Schmidt-Wilde, das war ja auch so ein Original. Und hast du auch mit beiden gleichzeitig gearbeitet, weil die beiden ja auch sehr gut miteinander konnten. Ja, natürlich. Einige Komödienstadel, wo er der Gustl dabei war und der Schmidt-Wilde. Und das war immer sehr lustig. Und ich gehe jetzt nach dem Pflücken den Salopp, verstehst du? Und wenn ich das recht schön gemacht habe, na, der ist vielleicht beim Obstspielen auch noch mithelfen. Vor allem der Ludwig hat dann immer von seinen Erfindungen gesprochen. Der hat ja wahnsinnig viel erfunden, eine Batterie und so. Ja, und er war Lausbub, also auch so wie der Gustl. Mhm. Und ich weiß noch, wir haben einen Komödienstadel gedreht und da musste er raus. Und die Marianne Lindner war, der das Haus da, die war da, hier, Marianne. Die hat gesagt, ja, dann geh raus und hol dir eine Nudel. Dann hat er gesagt, Dankeschön für die zwei Nudeln. Und dann kam er wieder und sagte, die drei Nudeln waren voll gut. Das war noch Probe, muss ich dazu sagen. Und dann hat der Olf Fischer gesagt, na Ludwig, die dritte Nudel lassen wir weg, das ist zu viel. Und der Schmidt-Wilde sagt, der hat doch keine Ahnung von Humor, ich sag's einfach. Und bei der Aufzeichnung, die er live damals war, hat er es gesagt und die Leute haben sich weggeschmissen vor Lachen. Und dann hat er gesagt, hast du gesagt, der hat keinen Humor. Aber da war er sehr ungehorsam. Also das hat er einfach gemacht, weil er wusste auch, wo er tickern muss. Also ja, und was er sich erlauben kann. Ja, ja. Ja. Und er konnte sich einiges erlauben. Oh ja. Nicht immer wird alles so heiß gegessen, wie es gekocht worden ist. Du hast ein schönes Foto und da hat er hinten drauf geschrieben, ich zeig's erstmal, mit seiner schönen Handschrift. Ja, wunderschön. Und das war für dich gewidmet. Mhm. Und da hat er drauf geschrieben, extra angefertigt für Christiane, Gustl Beyerhammer, August 1990. Mhm. Dann PS, ohne anmaßend sein zu wollen, eine kleine Erinnerung an den alten Ludwig Schmidt-Wilde, befällt mich doch bei diesem Antlitz. Ob die ganze Rolle so geworden ist, Fragezeichen. Ja, weil das war für ihn so ein Vorbild. Mhm. Und das sieht er ihm ein bisschen ähnlich. Ja, ja, also das Verschmitzte, ja, bloß dass genau. Der viel dünner war. Ja, ja, ja. Hier liegen ja noch schöne Bilder, ne? Das war Komödienstadel mit Alexander Golling. Genau, die zeige ich mal nacheinander in die Kamera schön. Und der Bernd Helfrich war immer sehr häufig mein Liebhaber. Ja, na, da werde ich gar nicht mehr lang warten. Na, dann pack zu. Wirklich? Freilich. Na, packe dich. Ach hier, die weiß-blauen Geschichten. Die habe ich ja wirklich sehr gerne angeschaut. Ja, das sind einfach so herzergreifende Geschichten. Gedreht. Ja, die machen Spaß einfach. Es macht einfach wirklich Spaß. Ich muss ja sagen, hier sind noch zwei andere Enkel hinter der Kamera. Ne? Fabian und der Sebastian. Und der Sebastian hat eine Frau, die hat morgen Geburtstag und er hat noch nichts vorbereitet. Moment, runter, ja. Und warum? Ja. Weil der Paddy immer 3-4 Mal drehen muss. Ja. Meister, die Mikrofone runter. Ja. Also. Hack nur offen rum. Ich hab's verdient. Ich sehe es ein, ich hab's verdient. Es ist vollkommen in Ordnung. Muss also, ja, total, absolut. Ich bin absolut. Ich denke an deinen Geburtstag, aber den ganzen Abend redet er davon. Ja. Ja, der Geburtstag. Ich wollte ihm schon aus meiner Getränkekiste was mitgeben. Ja, aber nimm's doch an und das ist doch dann total toll von der Christiane Blumhoff. Ist doch super. Persönlich. Gut. Siehste, machen wir das. Das ist doch super. So machen wir das. Vielleicht zum Abschluss die Bitte, alles aufschreiben. Schreib eine Biografie oder so. Das ist so schade, wenn solche Geschichten verloren gehen. Ja, das ist doch so toll. Wir sind ja auf der Jagd danach und suchen Zeitzeugen. Und gerade Beyerhammer 93 gestorben, es werden immer weniger. Hm. Und das ist echt schade, wenn man denkt, wie viele Geschichten verschwinden. Und ich muss sagen, es gibt auch, also das ist jetzt, da rede ich wie eine alte Frau, die ich hier bin, aber es gibt solche Leute nicht mehr, weil... Nicht, weil es die nicht mehr gäbe, sondern weil sich nicht drum gekümmert wird. Mhm. Vielleicht auch das, genau. Und die Zeit gibt es auch nicht so. Mainstream ist jetzt angesagt. Ja. Ich hasse Matt, das Stars, ist das Wort allein, Stars, ich hasse es. Weißt du, dann sind VIPs, die irgendwie Wimperntusche verkaufen. Das hat der Bernd Helfrich erzählt, dass der zu den Schauspiel-Nachwuchsleuten immer gesagt hat, schaut einfach zu, mehr müsst ihr nicht machen. Und da braucht man auch die Ruhe und die Zeit und die Muße und das Interesse und die Leidenschaft. Und Therese Giese saß im Hauptbahnhof und auch Gustl kam und sagt, was tust denn du, Therese? Sagt sie, ich schaue mir die Leute an, die ich dann irgendwann einmal spiele. Großartig, super. Das ist, da kriege ich eine Gänsehaut bei sowas. Ja, schön, das ist richtig toll. Also, Christiane Blumhoff, vielen, vielen Dank für dieses wirklich außergewöhnliche
Interview mit einem außergewöhnlichen Menschen. Ja, muss ich einfach so sagen. Außergewöhnlichen Umständen. Außergewöhnliche Umstände und auch vielen Dank, Florian, ja, ne? Das schwarze Schaf hier mit schwarzen Händen. Ja, die ganze Familie Bayerhammer. Ganz toll. Die ganzen, ja, also Bayerhammers. Jetzt haben wir es. Nein, das war wirklich eine Wahnsinnszeit und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich die miterleben durfte ohne Schmarrn. Das ist schön. Das sind Sachen, die ich jetzt hier alle nicht so dokumentieren kann, wie sie in meinem Herzen sind. Ja, natürlich. Nein, das war halt eine einmalige Schauspielergeneration. Ja. Auch. Ja. Und da wird heute, die gibt es bestimmt noch, die Leute, aber die... Wie sich die Leute raussuchen, nee, die werden gar nicht gefunden, weil die einfach nicht so dominant sind. Ich schalte Fernseher ein und diese ganzen öffentlich-rechtlichen Fernsehproduktionen, da ist nicht viel dahinter. Und ich habe ein Problem, das liegt aber auch vielleicht an mir, die sehen alle gleich aus, die jungen Leute. Ja? Die jungen Frauen, lange, blonde Haare. So Schönlinge alle. Ja, und alle sind wunderschön. Die eine wie die andere, ja, ja. Früher war es halt so ein Herbert Fuchs oder eine Rosel Mayer. Ja, ja, halt, ja, oder auch Johanna Bittenbinder zum Beispiel und Charlie Brown, die zwei, die sind so solitäre. Wenn die Johanna heute Schauspielerin wäre, wäre das Erste, was sie machen ließen, ihre Zähne. Ohne diese Zähne wäre es nicht die Johanna. Das ist das Markante, fehlt heute. Das wird heute so als Fehler gesehen. Sehen und nicht die als... Alle, die sind alle Mainstream, die sind alle durchgestylt und sehen alle sind für mich alle gleich. Keine Charakterköpfe. Ich habe mehr. Nein. Charakterköpfe, das war das Wort. Ich habe eben die ganze Zeit überlegt, was dieses Wort Charakterköpfe. Charakterschädel. Das meine ich, Ja, Charakterköpfe. Stirbt weg und da sitzt keiner mehr. Die ganzen Schauspieler da, die sind alles Charakterköpfe. Also die aus der alten Riege. Ja. Da Maxl Graf, Hallander, Grieser. Grieser, wie sie gebacken sind. Ja, Stadtmüller, auch so kleinere, die man nicht so in Hauptrolle Schmidt Willi. Hatte. Ja, aber Stadtmüller würde ich doch lieber einen anderen. Schmidt wäre besser, Stadtmüller, sagen wir jetzt. Ja. Ach, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Nein, und ich bedanke mich, dass ihr auch so fröhlich wart, bei trotz aller Bidernisse. Ja. Er kann Rumpelschießend sein. Rumpel kann ich auch, ja, natürlich. Muss er ja als Kleiner. Sonst kommt er ja nicht hoch. Ja, ja. Genau, das war's hier. Vielen Dank, vielen Dank. Ach, es war schön, wirklich ganz toll, ganz toll. Im fünften Teil haben wir ebenfalls einen langjährigen Weggefährten von Gustl, nämlich Volksschauspieler Bernd Helfrich, mit an Bord. Getroffen haben wir uns bei Bayerhammer Enkel Sebastian und sein Bruder Fabian war ebenfalls am Start. Ja, und Bernd hat allerhand tolle Geschichten ausgekramt. Es war wirklich großartig. Ihr könnt euch auf eine weitere interessante Folge freuen. Und wie immer an dieser Stelle, führt die